Freunde, auf meinen Geburtstag heute, den 21.03., meinen 52. spielen wir das, damit ihr seht, dass ich tatsächlich in 4K spiele, auch wenn es nativ ist leider. Nativ bedeutet ja eigentlich, original Pixel sind es nicht, sondern sagen wir mal, es wurde auf 2K reduziert und wird nur skaliert auf 4K, was ich natürlich nicht so schön finde. Warum allerdings YouTube so lange braucht, um mein Video, das kann man im Moment nur auf 1080 sehen, das erste, so lange braucht, um es auf 2K und 4K zu rendern, weiß ich nicht, weiß nur, die Bearbeitung in meinem Videoprogramm hat ziemlich lange gedauert. Ich habe schon ein paar Sachen dazu getan und muss nur sagen, 8 GB war das groß für knapp 40 Minuten, das ist schon wertlos. Das zeigt eigentlich, dass es auf 4K ist. So, wir spielen weiter. Wir spielen weiter und schauen mal, wie weit ich jetzt komme. Also das Ding ist schon höllisch. Ja, für mich. Ja, für jeden jungen Mann wahrscheinlich. Und ich spiele es auf PC mit Maus und Tastatur. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich doch nochmal extra schwerer, als wenn man das auf dem Controller spielt. Glaube ich. Schauen wir mal. So, ich bin nicht so oft gestorben. Mittlerweile hoffe ich, mir geht es ja einfach besser. Habe ich schon wieder keine Waffen? Meine Fresse, die Munition ist schnell leer. Ist nahe. Sie befindet sich in der Dämonenzitadelle. Markiere ihren Standort auf dem Haken. Wir werden es auch so hoch wieder geben, das heißt, ohne die Vorgeplänkel und so, schmeißen wir die Videobahn. So, ist das jetzt richtig? Ist da durch, ja. Die Versammlung der Höllenpriester findet direkt über ihnen statt. Laut Scans befindet sich ein Aufzug in der Mitte der Anlage. Ist das die Priesterzitadelle? Ja, das sehe ich. Das ist schwer. Ja, auch hier. Aha. Sind das meine verschiedenen Level? Mehr berechnet.
Treffen anwesend. Nein, außerhalb ihres Reiches ist sie jedoch vollkommen unverwundbar. Wie kann das sein? Kein Mensch kann durch dieses Tor. Es ist... Das ändert gar nichts. Das Sakrament dieser Welt für die große Karmaker wird vollzogen. Die Energie wird abermals erneuert. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Du kannst sie nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Dieses Mal gehst du eindeutig zu weit. Du kannst nicht eingreifen. Wer bist du? Dies ist die einmalige Chance der Menschheit auf Buße, um uns hingebungsvoll zu dienen. Du wirst dich dem Willen der Karmaker beugen. Aktiviere das Portal. Denn du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Möglich, den zweiten Höllenpriester zu erfassen. Dem Himmelssucher fehlt eine Komponente. Wir brauchen einen Ersatz. Ach, das ist bestimmt eher schade, dass ich die wähle. Die Bearbeitung ihres Werfers ist abgeschlossen. Der Flammenspeier steht jetzt für Sie. Alter, wir wollen ja alle was Neues sehen. Kann ich hier was... Auch nicht da? Warum nicht? Und Schlüssel. Wir gucken uns trotzdem mal um hier. Kurz, bevor es weitergeht. Da kommen wir nicht weiter. Alles klar. Was bist du? Wenn ich heilen, regenerieren, was bist du? Da komme ich auch nicht mehr hin. Da krieg ich eine neue Waffe oder was? Flammenspeier. Da habe ich mir Knöpfe ausgesucht, so sage ich jetzt gleich, da möchte ich gar nicht wissen, was ich daneben tippe. Ja, jetzt gucke ich mir nochmal das grüne Fenster an. Update. Was? Dies ist eine Ark-Sondersendung. Es gibt Berichte aus der unter Quarantäne stehenden Höhenzone nahe der San Andreas-Spalte. Nach Meinung von ARK-Mitarbeitern zeigen Satellitenbilder den legendären Doomslayer beim Kampf gegen die sterblich Gehandicapten. Der Doomslayer oder Doomguy, wie er manchmal genannt wird, ist ein Mythos des Widerstands, eine Art Racheengel. Zuletzt war er auf dem Mars gesehen worden. Der dortige Argenturm soll ihm zum Opfer gefallen sein. Bald danach verliert sich seine Spur. Die UAC lehnt es weiterhin ab, Berichte über seine Existenz zu bestätigen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Aha. Master Level wollen wir mal lieber gar nicht mal dran denken. Freunde, wo war jetzt... Wie geht's denn jetzt weiter? Ach da, ach, auf einmal. Das Portal ist aktiviert und erwartet Sie. Ist es das? Wenn du das sagst, so viel Herde, dass der Corona leer geht. So, Slayer, aber irgendwie...
aus dem Slayer. Was ist das denn? Ein Schicker Slayer? Oder ist das ein Vorgänger von Mario? Ne? Das zeigt auch schon mehr. Also es gab schon mal einen Krieg gegen den Hulk in der moderneren Zeit. Das haben wir besprochen. Super. Voll begeistert.
wahrscheinlich die vorigen Slayers. Dann fängt Bob so ein Spiel an, mir überlegt. Als Kreuz wird er in den Hügel und kämpft gegen den Hügel. Am Ende kommt eine Entscheidung, für die du dich dann. Thank you.
gehen wir nicht auf. Freunde der Sonne. Ich krieg die Krise hier. Zack, zack. Wächterblut in ihnen. Trotz ihrer Verstöße gegen den Pakt. Du beschwörst etwas, das jenseits deiner Vorstellungskraft liegt. So steht es geschrieben. Sie müssen nun Buße tun. Schreitest du voran, entfachst du den Zorn des Himmels. Ihre Erlösung liegt nicht länger in deinen Händen. Nicht springen, ich will noch was gucken. Wir wollen uns ja ein bisschen das Level-Design anschauen. Ne? Hier immer so. Und der Ritter gefällt. Ah! Der Ritter gefällt mir. Also die Stadt. Spiel und dann mit den Mächten, Dämonen und Bösen.
richtig geile Idee mit einem glorreichen zwielichten Ende, wo viele sagen würden, das ist ein Ende, aber man muss sich nicht entscheiden, für wen es ist. So. Allerdings mit der Fahrt.
Zusätzliche Energie verleihen. Diverse Module werden nicht benutzt. Mit weiteren Batterien können Sie alle Funktionen Ihrer Kommandozentrale einsetzen. Thank you.
In der Nähe ist ein Wächter-Energiekern. Aktivieren Sie damit den Mech, um den Weg frei zu machen. PC und in meinem Schwierigkeitsmodus, also muss man sich schon in Acht nehmen. Ich glaube, dafür halte ich mich noch relativ wacker. Ja. Ah, schau, ich kann euch mal sehen. Annehmen. Ich hoffe, ich gehe. Und ich geh drauf. Kann euch das mal zeigen? Hier ist es, glaube ich, nicht drin. Das ist das Spiel. Kann man das sehen? Was ich...
Also ultra brutal. Und das ist ultra brutal. Und es gibt, glaube ich, noch 3 oder 2 weitere Stufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, 2 weitere Stufen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie brutal diese Stufenlage ist. Oh. Jo. Auf jeden Fall recht herzlichen Dank. Falls euch das gefallen hat, einen Daumen nach oben bitte da lassen. Falls ihr YouTube-Mitglied seid, würde ich für ein kostenloses Abo natürlich auch doppelt. So, jo. Dann bis demnächst und tschüss.